Hallihallo meine Freunde, willkommen zurück zu DayZ im Dunkeln. Ja, wir spielen heute Dark Horde. Nein, wir sind immer noch auf dem gefrorenen Server. Ich habe ein Virus. Wir wollen gerade mal kurz Pause machen, wieder eingeloggt und schon kam das Virus-Symbol. Also keine Ahnung warum. Noch ein bisschen dunkel, darum ist das Video ein bisschen aufgehellt. Und ja. Biggie ist auch wieder dabei. Ja, hallo. Aber ich finde das nice, Alter. Mit dem Essen auftauen, das hat was. Also ja, das gefällt mir. Nur seht ihr in der letzten Folge übrigens. Der Survival-Part auf jeden Fall. Tolle Sache. Oh, und wieder Lag. Ich hoffe, die Zombies lassen dann irgendwann von mir ab hier. Ich glaube, die sind doch noch am Anfang mit ihrem Server, ja, die kniften Kumpels. Aber nicht schlecht gemottet. Uiuiui. Desinfektionsspray. Vielleicht sollst du den trinken, wenn dir schlecht ja, ist. Ja, ne? Zum Marker geht's da. Folgst du mir? Ich folge dir. Du bist der mit dem Licht. Wenn du Mosin-Muni hast, findest... 762x54, ne? Ja. Aber leider habe ich keine. Und mein Essen geht auch wieder rapide runter. Also mein Apfel ist gelb mit drei Strichen nach unten, ne? Ja, weil wir rennen. Ist halt Survival, ja. Wenn du rennst, verbrauchst du mehr Energy. Wir können auch laufen. Da können wir euch dabei so lang was erzählen. Sollte ich mal erwähnen, heute, ihr seht ja das Video erst 5 Wochen später wahrscheinlich oder 4 Wochen. Mhm. Rob hat heute Geburtstag. Hatte, vor 4 Wochen dann. Ja. Haben wir, glaube ich, vor 2 Folgen schon mal erwähnt. Wie alt bist du denn geworden? 26, oder? Ja, so im Schnitt. Ja. Du bist 2 Jahre älter als ich, das weiß ich. No, das ist krass. Okay. Alter, Laura, liebe Grüße an dich, du wirst dich gerade kaputt lachen. Meinst du, die schaut das? Ja, Laura? Die schaut das, die Laura schaut das. Ja, schön, wenn Laura mal wieder mitspielt. Ja, die Laura ist viel beschäftigt, die ist sehr karrieregeil. Oh Gott. Ohne Machete, Alter. Mein Geil. Leben hat wieder einen Sinn. Pickup Truck. Kabeltrommel, Baustellenstrahler und noch eine Kabeltrommel. Das ist der Ort, wo wir hin wollten, gell? Okay. Hier ist aber nichts. Doch, eine leere Seemannskiste. Shit. Hier ist ein großer Rucksack. Oh, geil, nehme ich. Kann ich nicht nehmen? Was. Jetzt kann ich nehmen. Ja, okay, dann markieren wir uns mal den nächsten. Mhm. Dürfen keine großen Ortschaften sein. Ich lösche mal den Marker hier, sonst verwirrt uns das. Okay. Na dann. Auf geht's, Burm. Wo ist er denn? Ach, da. Hier ist noch ein Hammer. MC Hammer? Ein Skaterhelm. Skaterboy. Ja, ist ein Skaterboy. Sitz hier, Leaderboy. He wasn't good enough for you. Yeah. Also nicht rennen, dann müssen wir viel Nahrungsmittel verbrennen. Ah, yeah. Und wie findet ihr so, dass wir hier mitten in der Nacht für euch aufnehmen? Wir sind extra um 23 extra Uhr heute ja, aufgestanden. Wir sind 12 Uhr ins Bett zum Mittag, also nach dem Mittag, mit vollen Ranzen. Und 23 Uhr erwacht und jetzt nehmen wir für euch auf, mitten in der Nacht. Mitten in der kalten Nacht hier. Venus und Jupiter sind zu sehen. Mir ist nicht so kalt. Ich habe eine 200 Grad heiße Pfanne einstecken noch. Alter, warte mal, wie geil ist das denn? Hier ist sogar das Sternbild des Orion. Gott, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ich bin kein Astrologe oder wie das heißt. Sterne, die drei Sterne, die so in der Mitte sind und die 4 außenrum, die fetten. Das ist der Orion. Das ist schön. Ah, oh, cool. Mega nice. Was ist denn ja, das für eine Map hier? Namalsk, oder? Namalsk, ja. Sicher? No? Das sieht man nur, wenn man sich auf 23 Uhr einen Wecker stellt, um für euch aufzunehmen. Das einzige Sternbild, was ich kenne, ist da hinten, das heißt Mond. Mhm. Und der große Wagen.
Gibt's den hier auch? Ja, ein Fünftürer ist das. Und ein Kleinwagen ist ein Smart. Ja. Ob mal zur Info für alle hier, die da zuschauen und das Problem kennen. Wie geht's in deiner Leistenverletzung? Oh. Es ist viel besser. Ich bin jetzt so ein halber Wolverine. Ne, die haben mir quasi ein Stück Plastik in den Unterleib gesetzt. Da bist du wohl eher Ken, oder? Ken? Ja, oder ein Stück Ken von Barbie hier. Ne, also ich, ja. Und also im Moment fühlt es sich noch so an, als ob ihr ein mega enges T-Shirt anhabt und euch da was drunter steckt. Nur das, ich, bei mir ist das kein T-Shirt, sondern halt die Bauchdecke. Und da steckt was drunter. Es drückt ein bisschen. Das wird da so lange bleiben, bis es halt verwachsen ist dann. Ich habe immer sehr enge T-Shirts an, das betont meinen Bauch so schön. Ja, Mann. Ich habe so einen Hängebauch. Und ja. Der Bauchnabel über dem Gürtel hängt? Ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel. Ja. Also ab einem gewissen Alter braucht ihr einfach einen Bauch. Das, ja, das ist. Ich habe ja die Ausrede, ist altersbedingt mit 24. Ja, weil es halt irgendwann fällt es halt nach unten. Schwerkraft, ne? Ja. Die zieht alles runter. Mein Vater hat das früher auch immer gesagt, das ist altersbedingt. Also schämt euch nicht, wenn ihr einen Bauch habt. Ein guter Mann muss einen Bauch haben. Ab 14 ist das altersbedingt, Leute. Okay. Red den Menschen nicht sowas ein. Könnt euch natürlich gesund ernähren. Nicht rennen, Alter. Ja. Und Tofu essen und euren BMI stets zählen. Oder ihr könnt einfach leben. Ihr könnt euren BMI sterilisieren. Euren BMW sterilisieren. Body Mass Index. Okay, hier liegt noch eine Mosin. Oh, Bratpfanne, nehme ich mit. Eine Mosin mit Muni liegt hier. Geil. Oh, ein Zombie ohne Muni kommt hier. Batz. Rot Muni habe ich 77 Schuss, Alter. Ja, nehme ich. Eine Petro Max wieder. Die Lampen sind geil, die hatten wir früher beim Campen. Mhm. Ein Besen, da können wir ja mal richtig durchkennen. Hast du eine Spotter? Ich habe eine Spotter, ja. Habe ich ein Magazin für dich? Oh, nice. Sind 6 Schuss drin. Halbschuhe? Spotter ist jetzt aber nicht unbedingt die Waffe der Wahl, ja. Na, nicht wirklich. Ein Funnybag. Glaubst du, wird hell? Wird ein bisschen heller, ne? Guck mal, wie viele Stunden wir jetzt schon für euch aufnehmen hier. Ja. Tag bricht herein. Hat er ein Surferpanel? Ja, der hat ein Surferpanel. Ja, hier weiß jemand nicht, wie man ein Surferpanel ausfüllt. Ging mir auch schon so. Ich habe Dosenspaghetti gefunden, die ist natürlich gefroren. Oh. Ich habe noch ein Quas gefunden. Was Quas, natürlich, Mon Quas, oder was noch natürlich gefroren ist, eine Baked Beans. Oh yeah, Alter, das ist der Shit. Wir werden hier nicht mehr gehen können, weil wir vollgefressen sind. Noch eine Coke. Oh, Alter, mein Leben. Krass, alles in der einen Hütte? Ja, eine Fronta noch. Und nochmal Baked Beans. Oh. Ja, ich bin eh schon krank. Ich glaube jetzt die Zombies weg. Eine BK 133. Nehmen Sie mal mit. Mhm. Nee, nehme ich nicht mit. Oh, der Tag setzt ein. Was? Du brauchst Schrottmoney? Ich hab Gott. Thunfisch gefunden, eine Fleischpastete, ein Erdnussriegel. Ist der auch gefroren? Nein, den kann ich sofort essen. Okay, geil. Energieriegel, ich komme. Honig. Alter Schwede. Kochtopf. Hat der Server-Owner, hat er uns belauscht oder was? Der hat uns bestimmt belauscht. Kartoffelchips. Die kannst du auch so in die Waffel reinschieben. Einmal Klebeband. Meine Fresse, jetzt geht's aber los. Eine Wünschelrute. Wünschelrute? Nee, Hydraulikschläuche. Muni, okay. Für meine Mosin. Mosin-Muni? Der hat uns mit Sicherheit belauscht. Salzstangen. Meine Fresse. Jetzt geht's aber alles los da. Hier. Jetzt, wo ich krank bin, ne? Ich kann aber überleben. Ja, das ist gut. Wenigstens einer. Es reicht, wenn der Intelligenteste von uns überlebt. Richtig.
Salz habe ich gefunden. Salz? Ne? 16 Schuss Spotter-Magazin. Okay. Oh, Reis. Ich habe Reis gefunden. Ich habe Reis gefunden. Das ist richtig gut. Medizin, richtig, richtig gut. Medizinisches Zelt, Magazin für die P1. Reis. Eine P1. Draußen liegt ein Magazin für eine P1. Hab ich einstecken. Ja, ich habe aber... Ich kotze. Das ist schön. Wir hatten ein Magazin drin. Alter, ich brauche einen größeren Rucksack. So wird das nichts hier. Okay, hier ist zwar ein Lagerfeuer in dem Ofen drinne. Salz. Kannst du pökeln. Mhm. Ist schon wieder kalt, vielleicht mal am Feuer dann. Ja. Hast du eine Axt gefunden, mal? Nee, aber ich habe ein neues Messer gefunden. Wir müssen eh Essen auftauen, da suchen wir einen Ofen. Hab einen gefunden. Mach mal hier die Zomboiden weg. Hast du eine Mose? Ich habe eine Mose und Bajonett. Ja, ich habe schon eins. Ich nutze das nicht an der Waffe. Okay. So, werde ich jetzt mal Feuerchen machen hier. Hast du Holz? Warte, ich bin gerade auf dem Weg. I'm on the way. So, habe Brennholz. Feuerbohrer muss ich halt einen neuen herstellen, ne? Oder hast du Streichhölzer gefunden? Nee. Noch nicht. Und wieder ein Cut, Alter, du Bastard. Ist wieder tausendfachen Besuch. Ich habe einen Topf noch gefunden, ja. Ich habe eine Bratpfanne, habe ich mit. Wo ist mein Verband hier? Alter, ich laufe aus. Ich bin ein Auslaufmodell. Okay. Geh safe. Ja, hab schon. Oh, wer bist du denn? Was, wer bist du denn? Ja. Hast du Feuer schon an? Nee, ich muss mir noch ein Gebüsch zurechtschneiden. Beziehungsweise ich bräuchte einen kleinen Baum oder sowas. Hier kann ich Rinde abschneiden. Okay, alles gut. Einsammeln dunkle Rinde. Ich muss erstmal die Muni auspacken, oder? Mhm. Ja. Ich muss jetzt mal schnell mir Salzstangen reinknallen. Mach das. Ich baue gerade einen Feuerbohrer. Ich bin schon wieder hungrig. Ich habe schon wieder einen roten Magen. Mm. So, jetzt mache ich den Zombie da oben weg. Nervt er dich, ja? Ja. Aber hart. Die Mosin finde ich halt cool durch ihr eingebautes Magazin. Ja. Ja, der SKS hat auch ein gutes Magazin, ne? Oh, geil. Na, danke. Hey, hier ist schon ein Lagerfeuer drin. Okay, hätte ich gar keins bauen müssen. War vielleicht schon jemand hier? Hm. Ist noch vergammeltes Stück Fleisch drin. So, so. So. Wieso kann ich es nicht anzünden? Kein Rack drin. Oh. Hast du noch ein Rack? Nee, ich hab noch. Vergammelte Fleisch. Rack habe ich jetzt auch drin, aber ich kann es nicht anzünden. Hast du einen Feuerbohrer? Ja, in der Hand. Aber kein Holz drin.
Doch, ich habe da Holz alles reingetan. Ah, das habe ich hier reingetan, in das Lagerfeuer hier. Was hier auf dem Boden steht. Hier reinmachen. Das ist, ja, genau. Oh, warte. Haben wir die Pfanne draufgestellt, gell? Mhm. Können wir mal unseren Shit auftauen? Jetzt kann ich es anzünden, so. Das war jetzt weird. Brennt das? Ja, Mann. Ich hab mal was drin zum Auftauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab, wie gesagt, ich hab vorhin gekotzt. Ich hab komplett roten Magen. Ich darf nicht zu viel essen jetzt. Willst du was trinken? Na, oder? Hab ich noch. Ist noch weiß. Ein Getränk. Okay. Jetzt soll ich mal Dynamit. Ja, hier hast du die Schrotmoni. Brauchst du doch, oder? Ich mess gerade mal meine Temperatur, weil ich so ein bisschen verschwommen guck. Musst du manchmal alles in den Mund nehmen? Ja. Okay, eigentlich steht das doch dann da. Ach so, hier unten 38,7 Grad. Erhöhte Temperatur. Stell's vom Feuer, du Batzen. Hast du die Muni aufgehoben? Ich hau die ins Feuer, wenn du die nimmst. Hast du auch eine Nahrungsmittel zum Auftauen? Ja. Tue ich gleich rein. Okay, ich bin. Na, warte, ich bin. Ist gerade voll mit meinem Shit. Die Karte brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nö, die kannst du damit reintun. So, hat man noch was mit reingestellt, ne? USG-Magazin brauche ich auch nicht. Hier, das Weiger-Magazin brauche ich auch nicht, aber da kannst du die Temperatur rausnehmen. Hier. Die Mumble? Die Muni, ja, warte. Ja. Geschenkpapier. Ach hier, die Trommel. Halt aufpassen, ne? Hier ist noch eiskalt. Die Dose Spaghetti. Ja, kannst klar auftauen. Klar los, ich bin gleich fertig. Ne, die stehen schon, die sind schon beim Kochen drin. Die haben doch eine Dose, die brauchen keine Pfanne. Brauchst du Muni für die 939er Muni? Nee. Da kommt ein Unwetter, oder? Oh. Sieht so aus. Trumpelt, ne? So ein bisschen. Ja. Ich finde den Server ganz cool bisher, muss ich sagen. Macht Spaß auf jeden Fall. Hört man mal. Ja, die Kniften-Kumpels können wir weiterempfehlen. Der Server macht. Macht Spaß. Der macht vor allem auch Sinn mit dem Survival hier. Ja, das hat sehr, sehr guten Survival-Aspekt hier. So, meine Dosenspaghetti sind fertig. Bin aufgetaut. Ja, jetzt kommt das Unwetter aus, das Flüstern. Hm. Aber wir stehen eh auf dem Boden, oder? Wir sind auf dem Boden der Tatsachen. War das nicht so, dass du auf Beton stehen musst oder auf dem Boden halt? Auf dem richtigen Erdboden musst du stehen. Nee, da wirst du ja bewusstlos, das haben wir ja durch. Ach ja, stimmt. Ich hab mal noch ein Glas Honig reingestellt, ne? So zerbersten. Ja, ich bin fertig. Aber die Pfanne müssen wir wieder mitnehmen. Ja, ja, die kommt wieder in meinen Rucksack. Die hat so einen schönen, Pfannenbehälter dran. Wieso in deinen Rucksack? Hab ich. Kann auch in deinen rennen. Hat einen Hörfehler oder was? So, klatschnass. Der Fleisch passt es. Durchnässt. Ich werde nochmal ganz kurz hier nochmal einen kleinen Tacken Reis essen. Brauchst du eine MK2? Nee, ich hab, also Waffen habe ich echt genug. Ich brauch die auch nicht, ich brauch den Platz für anderen Shit. Für Essen. Zum Beispiel. So, Fleischpaste ist fertig. Was die Ohr gut sein soll, ich weiß es nicht. Thunfisch ist fertig.
Mein Apfel wird langsam wieder gelb. Ein Honigglas lockt keine Bären an. Steht extra drunter, finde ich gut. Ja, ein bisschen Inventarmanagement, leider. Gehört dazu, ist ein Survival-Spiel. Ich habe einen Colt, ein P1-Magazin. Genau. Ein Colt und ein P1-Magazin. Und eine Spotter halt, ne? Ja. Und eine Schrotflinte. Die Schrotflinte durch gleich mal durchladen. Nimm das Bajonett mit, das ist ein gutes, eine gute Nahkampfwaffe. Eine Kabeltrommel. Warum? Okay. Wird schon Sinn machen an irgendeiner Stelle. Ja, denke ich. Die MK2 hat ein Magazin, ne? Da ist ein Magazin drin. Ja, ich weiß, aber ich habe eine P1 mit. Ja, aber ich mache mir das, die Kugeln. Mit zwei raus. Magazinen, weißt du? Weil die hat, das ist Punkt 22. Und die passen in das Spotter, weißt du? Wenn du 9x19 hast, kannst du mir bitte geben. Ich guck gleich mal, habe ich glaube ich. Und 380 ACP brauche ich auch. Heißt es das IJ70 Magazin? Hatte ich nicht eine IJ70 vorhin? Sagt, hattest du was, ja. Auf jeden Fall habe ich sie nicht mehr, der ist bestimmt irgendwo verloren, ey. Okay, jetzt kann ich mir den Honig reinknallen. Ja, Leute, seht ihr jetzt mal in den letzten zwei Folgen ein bisschen mehr PV, also hier. Mehr Survival. Mehr Survival, du wisst schon. Mehr Survival als alles andere. Das ist ja sowieso die Art, die wir lieber spielen in DC. Ja. Im PvP, da spiele ich eine Runde Call of Duty, da habe ich mehr von. Okay. Ja, da ist es Unwetter. Ich bin überfressen. Echt? Aber ich muss das Glas leer essen, ne? So, jetzt werden wir gleich umkippen und wenn wir umkippen, verabschieden wir uns hier an der Stelle gleich mit. Oder? Oh Mann, ey, ja. Aber schauen wir mal, wir warten es mal ab. Ein Schneesturm, ne? Ein richtiger Wintersturm ist das. Es schneit draußen, wie Sau. Kann ich die Pfanne nehmen wieder? Pfanne kannst du rausnehmen, ja. Wir haben alles. Alter. Jetzt geht das wieder los. Kennen wir schon. Jetzt wird es uns gleich umbeben. Pass auf, dass du nichts in der Hand hältst. Nachher fällst du dann wieder. Ja, die Hand ist leer. Und die Musik dazu, ne? Ja, Leute, und mit diesem schönen mit diesem schönen Naturschauspiel verabschieden wir uns von euch. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und kommt gut nach Hause, egal wo ihr seid. Boah. Alter. Ja, einen schönen Tag, Abend oder je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wir verabschieden uns aus dem Leben. Und da ist er bewusstlos.